Wer von euch kennt nicht die ganzen gruseligen Pokédex-Einträge, die man bei manchen Pokémon lesen kann? Die gibt es auch in Pokémon Sonne und Mond. Hier stelle ich euch einige Einträge vor. Das Kostümspuk-Pokémon Mimikma versteckt seine wahre Gestalt unter einem Lumpen. Seine äußere Erscheinung erinnert an ein Pikachu. Sein Pokédex-Eintrag sagt: Niemand weiß, wie es wirklich aussieht. Ein Forscher, der unter seinen Lumpen blickte, soll sich buchstäblich zu Tode erschreckt haben. Und es versteckt seine schreckliche Gestalt unter einem Lumpen, um sich Menschen und anderen Pokémon zu nähern. Oft fühlt es sich einsam. Es geht das Gerücht um, dass jeder, der unter den Lumpen schaut, Opfer einer mysteriösen Krankheit wird. Mimikma hat sich die Gestalt von Pikachu als Kostüm ausgesucht, da Pikachu das bekannteste Pokémon ist. Praktisch kennt jeder Pikachu. Dieses einsame Mimikma hat gehofft, dass sein Kostüm es ihm ermöglicht, neue Freunde zu finden, da es sich oft einsam fühlt. Das unschuldig aussehende Lamelux sollte man nachts lieber nicht im Wald treffen. Da es vom Taiping Pflanze Fee ist, sollte man meinen, dass es einem nichts antun würde. Aber falsch. Die Pokédex-Einträge sagen: Nachts sollte man Wälder meiden, in denen Lamelux leben. Ihr unheimliches Licht raubt jedem die Orientierung. Und speit blinkende Sporen, die eine einschläfernde Wirkung haben. Schläft die Beute ein, wird ihr die Lebenskraft ausgesaugt. Was sagt uns das? Wenn du nachts in den Wald gehst, weil du auf deiner Reise zum Pokémon-Champ bist, kann es dir passieren, dass du dich in den Wald verlierst und nie wieder rauskommst. Und falls du von blinkenden Spuren getroffen wirst, schläfst du langsam ein und wirst deiner Lebenskraft beraubt. Man weiß ja nicht, welche Beute Lamelux am liebsten hat. Kein schönes Gefühl. Wenn du Agrostella näher kennenlernen willst, solltest du vorsichtig sein. Nicht nur, dass es Corazon zum Fressen gern hat, kann es dir unheimliche Schmerzen bereiten. Die Pokédex-Einträge sagen: Wer das Gift von Agrostella abbekommt, durchleidet 3 schlimme Tage und Nächte. Überlebende tragen bleibende Schäden davon. Und kriecht mit seinen 12 Beinen über dem Meeresboden. Es hinterlässt oft etliche Überreste von Corazon. Dass es Corazon fressen will, kann man daran erkennen, wenn man es fangen will. Wenn man ein wildes Corazon trifft und dieses um Hilfe ruft, erscheint Garstella, die Vorentwicklung. Aber anstatt zu helfen, greift es das Corazon an, um es zu fressen. Die kleine Sandburg Sankabu ist am Anfang ein ganz normaler Sandhaufen. Sankabu entsteht, wenn Pokémon in einem Kampf eine Niederlage erleiden und deren Groll in den umgebenden Sand sickert. Die Pokédex-Einträge sagen auch noch: Der Groll eines verstorbenen Reisenden fuhr in einen Sandhügel, den ein Kind gebaut hatte, und brachte dieses Pokémon in die Welt. Und es kann jeden kontrollieren, der seine Hand in sein Maul steckt und bringt sie dann dazu, seinen Körper immer weiter zu vergrößern. Was noch interessant ist, ist folgendes: Es kann kleine Lebewesen und Kinder kontrollieren, wenn derjenige die Schaufel von seinem Kopf wegnimmt. Dabei zwingt Sankabu das Opfer immer weiter Sand zu sammeln, um sich zu vergrößern und stärker zu werden. Falls jemand seine Hand in das Maul von Sankabu steckt, wird einem die Lebensenergie entzogen. Es ist unter jungen Erwachsenen eine Mutprobe, die Hand in Sankabus Maul zu stecken und diese wieder rauszuziehen, bevor man Lebensenergie verliert. Die Weiterentwicklung Colossant ist nicht weniger gruselig. Die Pokédex-Einträge besagen: Brachte Menschen dazu, den Sandhügel zu einer stattlichen Sandburg auszubauen. Auch seine Flüche haben an Stärke gewonnen. Und unter seiner Sandburg liegen zahlreiche Knochen qualvoll Verstorbener, denen die Lebenskraft ausgesaugt wurde. Über seine Angriffsfertigkeiten ist wenig bekannt. Was man weiß, ist, dass es seine Beute in die Nähe seines Körpers lockt und einen großen, treibsandähnlichen Strudel erzeugt. Die Beute wird innerhalb weniger Sekunden in den Sand gezogen und anschließend ausgesaugt. Nach dem Aussaugen hinterlassen die Opfer Spuren ihres Grolles.
Man sagt, dass diese negative Energie wieder neue Sankabus entstehen lässt. Wenn man im Spiel mit Kolossant angreift, kann man manchmal die Knochen der Verstorbenen unter seinem Körper sehen. Kommen wir zum letzten, der knuddelige und süße Bär Costurso, von manchen liebevoll der Pedobär genannt. Seine Pokédex-Einträge erklären sich von selbst. Dieses Pokémon verfügt über immense Muskelkraft und ist äußerst gefährlich. Sein Habitat ist generell Sperrgebiet und hat die Angewohnheit, Kameraden zu umarmen. Nur ist es leider so stark, dass so mancher Trainer schon einen kaputten Rücken davon trug. Es sieht freundlich aus, aber es kann seine Kraft nicht kontrollieren. Da ist es keine Überraschung, dass es die Fähigkeit Tollpatsch besitzt. Wenn es den Trainer mag und deine Zuneigung ausdrücken will, kann das für den Trainer schmerzhaft enden. Denn Costurso kann mühelos Objekte mit bis zu einer Tonne Gewicht stemmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lasse einen Daumen da. Abonniere diesen Kanal für weitere Geschichten. Wenn dir mehr gruselige Pokédex-Einträge einfallen, schreibe sie in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.